Jo Leute, willkommen zu diesem Video. Ich habe auf YouTube schon sehr viele Videos gefunden, wo die Leute auf dem Android schon Fortnite runtergeladen haben. In diesem Video erkläre ich euch, ob das Ganze schon funktioniert oder nicht, ob das Ganze real ist oder fake und was für Gefahren dabei aufkommen können, wenn ihr irgendwelche Sachen runterlädt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video, let's go! Bevor wir anfangen, möchte ich mich nochmal bei euch für den krassen Support in der letzten Zeit bedanken. Ihr könnt das Video auch gerne liken, den Kanal abonnieren und wenn es euch gefällt, könnt ihr den Kanal auch gerne so oft wie möglich an eure Freunde teilen. Aber Leute, ich habe heute noch ein V-Bucks Gewinnspiel auf meinem Kanal, wo ich 30.000 V-Bucks verlose. Dafür müsst ihr auch einfach nur das Video liken, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und den Kanal an mindestens 15 Leute teilen. Das ganze Gewinnspiel wird dann bei 15.000 Abonnenten aufgelöst. Ich wünsche euch allen viel Glück. Aber Leute, es würde mich auch mega freuen, wenn ihr mir mal Feedback in die Kommentare schreiben könntet und mir auch mal in die Kommentare schreibt, was ihr noch auf meinem Kanal sehen wollt, weil ich sitze immer sehr lange an einer Videoidee. Und wenn ihr mir einfach mal in die Kommentare schreibt, was ich für ein Video machen könnte, dann brauche ich nicht mehr so lange, um eine Idee zu suchen. Aber jetzt möchte ich mich nochmal bei euch entschuldigen, wenn ich mir jetzt das ein oder andere mal verspreche. Das liegt daran, dass es gerade 5 Uhr morgens ist und ich gerade jetzt aufgestanden bin und deswegen vielleicht das ein oder andere mal einen kleinen Sprachfehler drin habe. Aber jetzt wünsche ich euch einfach mal viel Spaß mit dem eigentlichen Thema des Videos. Yeah. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No. She messed with the temperature. Viele haben mich nach einem Update zur Android-Version von Fortnite gefragt, also habe ich mich einfach mal hingesetzt und ein bisschen recherchiert. Ich habe auf YouTube viele Videos gefunden, wo mir die Leute gesagt haben, dass man das Ganze jetzt schon einfach und kostenlos runterladen kann. Also sind diese Leute auf den Link gegangen und haben das Ganze runtergeladen und da ist mir schon das erste aufgefallen. Diese Datei war nur 58 MB groß und für Fortnite-Verhältnisse ist es schon relativ klein. Und da ist mir schon aufgefallen, das Ganze kann nicht so einfach stimmen. Also habe ich aber trotzdem mal weitergeguckt. Als er die APK aber gestartet hatte, musste er sich verifizieren und danach war das Video auch schon zu Ende. Das heißt, das Video war absoluter Fake und die reinste Abo-Falle. Ich möchte euch jetzt aber nochmal erklären, warum diese Leute sowas machen und wie ihr diesen Betrügern aus dem Weg gehen könnt. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal zur Verifikation zurück. Und zwar müsst ihr euch ja verifizieren und dafür zahlt ihr 5 Euro an diese Leute, um angeblich Fortnite auf dem Android zu spielen. Dafür müsst ihr einfach mal überlegen, dass es nicht mal Android-Server für Fortnite gibt, Leute. Das heißt, wie wollt ihr das Ganze denn spielen, wenn es keine Server dafür gibt? Es gibt ja nur iOS-Server und damit könnt ihr ja nicht Android spielen. Also ganz logisch nachdenken und da wird man schon wissen, dass das Ganze nicht geht. Das Schlimme daran ist, dass die Leute durch euch Geld machen. Denn wenn ihr diese 5 Euro im Monat zahlt, verdienen diese Leute Geld und deswegen geht eine fette Warnung raus an euch. Wenn ihr diese Videos oder Links sehen solltet, ignoriert, blockiert oder reagiert einfach nicht darauf. Ihr müsst immer daran denken, dass hinter einem Link auch ein Virus sein könnte. Und deswegen teilt dieses Video gerne mit euren Freunden, damit sie diese Info nicht verpassen. Aber wenn ihr es bis hierhin geguckt habt, dann schreibt mir Hashtag Fortnite Mobile rein. Ihr wisst auf jeden Fall jetzt, dass das Ganze noch nicht geht. Aber Leute, sobald es irgendwie Neuigkeiten zur Mobile Android Version von Fortnite gibt, werde ich dazu direkt ein Video hochladen. Und deswegen lohnt sich auf jeden Fall mal den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Aber Leute, ich möchte euch jetzt nochmal ein paar Gründe nennen, warum das Ganze noch nicht für Android released wurde. Also viel Spaß. Viele fragen sich halt auch, warum das Ganze nur für iOS und noch nicht für Android rausgekommen ist. Und das liegt halt daran, dass die Server dann richtig überlastet werden. Weil ihr wisst ja jetzt schon, dass die Server bei iOS jetzt schon richtig überlastet sind manchmal. Und wenn das Ganze auf Android kommen würde, dann würde es einfach nicht laufen. Weil ihr wisst ja, wie viele Android-Nutzer es gibt. Und deswegen, Leute, würde es einfach nur das reinste Chaos sein. Und das heißt, Leute, es könnte noch eine Weile dauern, bis Epic Games es hinbekommt, Fortnite Mobile für Android rauszubringen. Aber bisher ist da noch nichts in Sicht. Aber wie gesagt, sobald irgendwas rauskommt, werde ich euch sofort ein Video dazu hochladen. Jetzt hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, teilt den Kanal wirklich so oft wie möglich an eure Freunde, wenn es euch gefällt. Aber jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Ich bin raus, haut rein und ciao, Leute!